Jawohl! Danke, Michul! Sehr schön. Ja und? Ich habe die Quest jetzt eigentlich erfüllt, oder? Ich muss mit dem Geistlichen reden. Vielleicht kann Berenka. Ja gut, Berenka ist ja weit weg. Würfelspiel. Ich kenne jetzt Grundlagen des Pokerspiels. Es ist an der Zeit, mein Wissen einzusetzen. Ich spielte gegen Zoltan. Das war sehr lehrreich und ich glaube, ich weiß nur, wie es funktioniert. Ich frage mich, ob man mit dem Spiel Geld verdienen kann. Kann man. Ich sollte mir einen stärkeren Gegner suchen. Ich sollte mir den bekanntesten Bewohner des Umlands reden, erfahren, wie ich die Salamander finden kann. Um den Feind des Professors zu finden. Ja gut, okay, heiße Kartoffeln. Ich muss mir den Geistlichen besuchen. Ich werde mich nach den Gegner umschauen. Gut, gut. Also, wir haben jetzt eigentlich alles erledigt. Jetzt müssen wir nur noch mit den Geistlichen reden. Mal gucken, was dann passiert. So gesehen, das Einzige, was uns noch fehlt. Missgeburt oder nicht, ihr Königin? Nein, das ist unverzeihlich. Was die für Ausdrücke hier haben. Sprecht, schnell. So. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Ich werde nichts sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orens. Yay. Ich habe alles getan, was verlangt wurde. Wo ist das Versteck der Salamandra? Geht zum Gasthaus. Es wurde von einem Trupp im Dienste der Salamandra übernommen. Sie verstecken sich im alten Haus. Olaf hat einen Schlüssel. Und Hexer. Ja? Nichts. Möge das ewige Feuer eure Seele erhellen. Sag den Leuten, sie sollen zu Hause bleiben. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Yay! Ich muss zum Gasthaus gehen. Höchste Zeit, dass ich mich mit der Salamandra annehme. Ich sollte die übrigen Aufgaben erledigen. Ich muss in das Salamandra-Versteck in einen der verlassenen Häuser eindringen. Sprecht! Ich möchte in die Stadt, aber ich brauche einen Brief. Eine Art Pass. Nur Ritter des Ordens haben Pässe, aber als Kaplan habe ich auch einen. Kann ich ihn haben? Ihr? Ein Fremder? Ein Streuner? Habt ihr den Verstand verloren? Soll ich dich den Kopf kürzer machen, du Arsch? Was ich jetzt schon alles gemacht habe für den. Na gut, okay, es geht also wieder zurück. Dann wollen wir wohl mal ein paar Dings da platt machen. Was haben wir denn hier? Eine Schwalbe. Oh, 6 Stück.
So, hier haben wir doch schon mal ein paar. Wo ist euer Tribut? Welcher Tribut? Ich meine die Kinder, Dummkopf. Lasst mich durch. Kein Tribut, kein Einlass. Das führt zu nichts. Seid tot! Geht auch das hier? Geht auch, geht sogar schneller. So. Die Waffen können die Kinder einsammeln, dann können sie Kehle aufschlitzen spielen. Huch. Sicher? Davon merke ich nichts. Ein Bier. Was sonst? Oh, die Blaubeere kann ich direkt mal essen. Ich brauche Vitalität. Eine Falltür. Sollte ich da schon runter? Ich weiß es nicht. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Na super. Was jetzt mit der Falltür? Abgeschlossen. 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 Oh yeah. Der abgeschlossene Remix. So, so, da hat der Haren mit denen Handel getrieben. Dieser Schwein! Halb verzerrte Leiche. Achso. Wo ist das Zuckerpüppchen? Da. Okay, was hatte ich denn jetzt eigentlich noch für Aufgaben bekommen gehabt? Ich muss zum Gasthaus. Ja gut, das weiß ich ja schon. Höchste Zeit, dass ich mit der Salamandra annehme. Ich soll die übrigen Aufgaben erledigen. Gut, mehr Aufgaben gibt es ja nicht mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Gasthaus. Und bringen das Ganze mal zu Ende, eventuell. Ist natürlich mit Sicherheit nicht zu Ende, das Spiel geht ja mit Sicherheit noch viel, viel, viel weiter. Geht's ja auch, ich war auch schon mal viel, viel, viel weiter. Aber ich hatte es, wie gesagt, noch nie durchgespielt. Ich werde euch natürlich dann schon sagen, wenn ich an der Stelle bin, wo ich noch nie weiter war. Das hier, oder was? Oder ist es doch hier drin? Aha. Keine Musik mehr? Nein,
Lasst mich in Ruhe. Oh, kleines Täubchen. Go uns ein anderes Lied. Dafür werde ich büßen. Sie ist wieder borstig. Los, wir machen's wie bei Mikols Mädchen, Ilsa. Die hat vielleicht geschrien. Seid ihr auch neu hier? Wahrscheinlich trug er euch auf, hier zu warten, genau wie uns. Kommt, wir nehmen uns dieses Mäuschen vor. Diese Dame gehört zu mir. Keiner von euch wird sie anrühren. Das sagt ihr so. Wir wollen uns amüsieren und ihr werdet uns nicht aufhalten. Ach, wirklich? Ich schlag euch tot hier aus. Geralt, ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Seid ihr wohl auf? Jetzt, ja. Sie haben mich überrascht. Die Bauern sind alle davongelaufen und ich saß in der Falle. Sie haben den Schankwirt umgebracht. Die werden niemanden mehr belästigen. Eure Schwertkunst ist beeindruckend. Was mich betrifft, so muss ich jetzt weiterziehen. Ich muss nach Vizima. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Lasst mich euch zum Tor geleiten. Die Straßen sind unsicher. Nein, ihr müsst euch um die Salamandra kümmern. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich warte hier auf euch. Macht sie fertig, Geralt, für mich. Ich komme zurück, Shani. Ich werde warten. Der Schankwirt. Ich sollte seine Taschen durchsuchen. Seine Taschen? Ich durchsuche auch noch die Taschen der anderen. Bier, Geld, alles Mögliche. Ein Stein. Ich warte hier auf euch. Geht jetzt. Ein Schlüssel. Für die Tür? Was mit meinen gelagerten Sachen im Gasthaus? Ich hoffe, die sind jetzt nicht weg. So, hier war das wohl nicht. Okay, ich nehme an, das war die Falltür. Dann wohl doch wieder zurück. Dann schauen wir mal, was sie da für Schweinereien abzieht, wenn sie mit Kindern handeln als Tribut. Die Kinder sollen wohl so eine Art Experiment, ja, Opfer sein von ihren Experimenten mit dem Mutagen, nehme ich mal an. Mir fällt übrigens gerade ein, hier hinten war ich noch nie. Eine Region betreten. Tatsächlich. Tulpen. So, jetzt muss ich aber doch erstmal nachgucken, was hier hinten